und in die rote Ecke. Darf ich ein bekanntes Gesicht einladen? Und zwar mit einem kräftigen Ab in den Ring mit dem Panikon Gülsen! Profikampf. Seine bisherige Kampfbilanz: 36 Kämpfe, davon 22 Siege, von denen er ganze 14 Mal vorzeitig durch Knockout siegen konnte. Janne Forsman. Sein Gegenüber in der roten Ecke ist der 40-jährige Ünsal, der Patron Arik. Er lebt und trainiert in Regensburg und er bestreitet heute seinen 37. Profikampf. Er steht bereits zum vierten Mal in unserer Ab in den Ring Arena. Und in der Vergangenheit konnte er 34 Siege einfahren. Und davon beendet er ganze 28 Kämpfe vorzeitig durch Knockout. Der dritte Mann im Ring ist Goran Filipovic. Dieser Kampf wird bepunktet von Helmut Ranze, Rustam Rahimov und Rosario Triolo. Beiden Boxern damit viel Erfolg. So, wir sehen in diesem Kampf ringfrei, Runde 1. Ünsal Arik gegen Janne Forsman. Ünsal Arik hier komplett in Schwarz, beziehungsweise beide sind eigentlich komplett in Schwarz. Ünsal Arik mit den braunen Handschuhen. Und boxt heute in der Rechtsauslage. Normalerweise ist er in der Normalauslage. Oh, dann nimmt er auch eine linke von Janne Forsman. Ja, war ein bisschen leichtsinnig von Arik gerade. Janne Forsman hat hier einen kleinen Größenvorteil, glaube ich. Aber natürlich ist hier Ünsal Arik ja schon schneller. Angesetzt ist der Kampf auf 8 Runden. Ja, gucken wir mal, ob er über die volle Distanz geht. Puncher sind sie beide nicht. Aber man weiß es nie. Also, bisher nicht viele Aktionen, ja. Unser bewegt sich zwar viel auf den Beinen, aber Kombinationen bleiben bis jetzt noch aus. Ich glaube, er versucht es eigentlich in der anderen Auslage. Weil normalerweise, wie gesagt, also ja, da ist er halt in der normalen Auslage, in der Linksauslage. Aber wir werden sehen, ob er das in der zweiten Runde eventuell ändert.
Ja. Janne Forsmann macht heute seinen 37. Profikampf. Hat aber auch noch nicht wirklich eine Strategie hier jetzt gefunden. Bezaubernde Ringdame Joanna. Sehen wir mal, ob es in der zweiten Runde etwas mehr Action gibt. Bleibt in der Rechtsauslage in Sal-Arik. Ja. Das ist jetzt wieder in seiner normalen Auslage kurz gewesen. Versucht jetzt mit Powerschlägen mehr Wirkung in die Schläge zu setzen. Ja, aber da muss er halt den Gegner natürlich erstmal vorbereiten, bevor er damit zu harten Schlägen reinkommt. Denn die sieht man halt meistens. Bisher ein bisschen schwierig, die Taktik herauszufinden von beiden. Ja. Also vom Janne Forsmann. Das war ein. War auf jeden Fall ein schöner Treffer. War ein sehr guter Körpertreffer. Aber Forsmann ist auch gleich wieder oben. Jetzt geht, wird Insel natürlich gleich wieder hier zum Körper gehen. Versucht natürlich jetzt mehrmals auf dieselbe Stelle zu schlagen. Ja, ist ja klar. Aber das weiß Janne Forsmann wahrscheinlich auch. Okay. Ja, probiert das gleich nochmal. Gleich nochmal. Ja, er merkt sie schon. Also beim Janne Forsmann verzieht sein Gesicht schon. Ja. Hinterlässt, glaube ich, schon jetzt Wirkung. Versucht er schon jetzt zu decken, natürlich, aber Ünsal kommt auch immer wieder durch. Ja, sieht fast so aus, als würde der Kampf nicht über die Runden gehen bis jetzt. Ja, bei Forsmann, da fehlt natürlich auch ganz klar die Härte für diese Gewichtsklasse. Ich meine, wir sind ja bei 90 Kilo. Ja, hier hat der Ringrichter meiner Meinung nach richtig entschieden. Ja, macht keinen Sinn, weiter zu boxen. Ja. Wie gesagt, nicht die Regel wegen dem dritten Niederschlag, sondern ja. Weil Forsmann einfach zu viel kassiert, zu oft am Boden war. Ja, richtige Entscheidung von Goran Filipovic. Ist damit nur noch der vorletzte Kampf für heute vorbei? Ja, wir kommen jetzt dann auch gleich schon zu unserem Hauptkampf. Die IBO
Jugendweltmeisterschaft. Sieger in der zweiten Runde nach 2 Minuten 47 Sekunden durch TKO ist die rote Ecke Ünsal Arik. Unser Sieger nach der zweiten Runde, Ünsal, der Patron Arik. Einmal türkisch, einmal deutsch und einmal an Bord. Ünsal, nachdem wir dich jetzt schon zum vierten Mal hier in unserer Ab in den Ring Arena begrüßen dürfen, ist mir heute aufgefallen, dass du versucht hast, mehr aus der Rechtsauslage zu boxen. Gab es einen bestimmten Grund für diese Taktik heute? Ich habe es einfach mal probiert und ich habe mich dabei besser gefühlt. Klingt zwar komisch nach 37 Kämpfen, aber jetzt möchte ich das so weiter trainieren und hat gut geklappt, denke ich. Sehr schön. Gibt es jemanden, dem du danken möchtest? Deinen Sponsoren oder Familienmitgliedern? Als erster widme ich diesen Kampf meiner Mutter, die jetzt ihr Todestag hat. Mein Beileid. Sie war mein größter Fan und ich möchte wie immer nach jedem Match erst die deutschen Fans, dann den türkischen Fans was sagen. Ihr seht, die verschiedensten Nationen, die verschiedensten Glauben sitzen hier und wir haben keine Probleme. Wir sind der Beweis, dass der Frieden funktioniert. Ich danke euch allen. Şimdi tabii ki Türk taraftarlarıma seslenmek istiyorum. Bakın, kimse bizim kadar deli değildir. Biz bayramımız için ölmeye hazırız. Ama artık ölmeyi değil, yaşamayı tercih edelim. İki şey kesindir. Biri doğum, öbürü ölüm. Ama arada olan hayatımızı konuşarak, barışarak geçirelim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ünsal, der Patron!